Was ist denn da los? Ist das da mein Clubhaus? Juhu! Willkommen im Clubhaus. Mein Name ist Joachim Mangert und ich darf euch recht herzlich begrüßen, gemeinsam mit meinem Kollegen Pascal Pletsch. Heute haben wir die Premiere für unser neues Format, Tonight Show. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, wenn man sich dieses Studio da anschaut. Allein die Gemälde, was die kostet haben. Unglaublich, der Luster war richtig dürr. Und wer staubt denn ab? Ja, halt du. Ah, okay. Du bist ja der Zeitpunkt, weißt du? Ja, und ja, wie gesagt, ein Clubhaus, da darf natürlich auch die dementsprechende Mucke nicht fehlen. Und auch da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben da die Deadbeats mit ins Boot geholt. Also. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Bernie und David, wie haben das so? Wie gefällt euch unser Clubhaus? Also ich glaube, ziemlich fett war der, oder? Absolut super. Sind begeistert. Ja, wie geht's euch so? Erzähl ein bisschen. Was tun da so, bis auf das, dass ihr da... Also uns geht's gut, gesundheitlich, und aber halt, es steht alles. Rein musikalisch. Ja. Keine Konzerte. Alles auf Null gestellt. Ja. Umso glücklicher sind wir natürlich, mehr, dass wir eigentlich in dieses Privileg, dass wir das Privileg kriegen, euch ja, live zu erleben. Letzte Konzert, März 2020. Ja, dann haben wir im Prinzip genau ein Jahr später, willkommen im Clubhaus, Services are Success. Ja, und natürlich lebt ein Clubhaus als Ort der Begegnung auch von Studiogästen. Moment. Okay, bitte. Herr Gastgeber, also jetzt haben wir geiles Setting, geile Band und natürlich später auch super Gäste, aber also ich trockne da jetzt, wenn nichts zum Trinken. Also wenn es da nichts zum Trinken gibt, dann ist das ein schlechtes Clubhaus, ja, das muss ich sagen. Daran habe ich gedacht. Und, ja, natürlich, also wie man sieht, unsere Freunde von der Limomacher haben sich extra ins Zeug gelegt und haben uns quasi für die Premiere einen kleinen Willkommensdrink, Gruß, Dollar, aber... An dem soll es nicht scheitern. Aber Herr Gastgeber, bitte schreiten Sie zur Tat. Gut. Schwierig. Ich habe geführt. Hast du 40? Das ist eh schon oft. Ja, aber unsere Band hat auch Durst, oder? Nehme ich auch. Also, Moment. Ich glaube, wir möchten auch was, gell? Das machen wir jetzt. Cola, Tafelwasser prickeln. Du hast sehr 40 im Sack. Vielen Dank. Für die trockenen Kehlen. So, dann ist es schon offen, Du hast vorgesorgt. Ja, einmal zum Wohle. Allen. Cheers! Cheers! In die Runde. Ja. Cheers, wir dürfen. Ja, also, jetzt. Weiter geht's. Fahre fort. Natürlich, was wäre ein Clubhaus ohne Gäste? Und für die Premiere, auch da haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Und haben einen, ich glaube, den Vorarlberger Hollywood-Export. Sie hat schon mit Wesley Snipes gedreht. Sie ist eine Sängerin, eine Schauspielerin, eine Aktrice, die Tochter vom Reinhold und der Beatrice. Welcome, Laura Bilgeri! Wuhu! Da geht's ab! Action.
Das ist jetzt schlecht, weil wir müssen einen Drink. Jetzt fehlt aber jemand. Genau. Der kommt schon. Also ein bisschen improvisiert. Ja, ja. Na, was machst denn du? Na, du hast ja auch einen Durst, halt bitte. Na, das stimmt, das ist danke. Das ist sehr lieb. Dementsprechend, ich habe das noch eine Orange gebracht. Wunderbar. Perfekt. So. Perfetto, grazie. Bitteschön. Dankeschön. So. Ja, herzlich willkommen bei unserer ersten Ausgabe vom Clubhaus. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Vielen Dank für die Einladung. Das sieht mega, mega geil aus, wenn man das mal so sagen kann. Wirklich. Ja, Chapeau. Freut uns Chateau oder Chapeau. Also. Chapeau. Na, Chateau, aber in diesem Fall Chapeau. In dem Fall zum ersten Mal vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke. Auf Abstand wahrscheinlich. Diese alles. Gelegenheit ist super für Röcke. Ja, das haben wir. Gratuliere euch. Das war bewusst gewählt. Wir haben schon gedacht, die MeToo-Bewegung wird uns danken, aber... Die tiefe Sitzgelegenheit hat es in sich. Ja. Aber es ist gemütlich. Cheers. Oder, es ist total gemütlich. Man fühlt sich wieder warm. Also, schon länger bleiben, es passt schon. Es ist schon so fein warm. Normalerweise sind Studios oft so kalt. Also von dem her. Nein, wir haben extra. Cheers to you. Und aufs Publikum natürlich. Mm. Ja, Laura, eigentlich gerade zurück, gerade ist es übertrieben, eine Woche bist du schon wieder da. Du warst jetzt einige Wochen in der glücklichen Lage, Dinge zu tun, die ihm andere Leute nicht tun können, wo man fast ein bisschen neidisch sein muss, nämlich A, zu arbeiten, B, im Ausland zu arbeiten und C, das noch in Italien zu machen, wo wir alle gerne mal wieder in Urlaub fahren würden. Du hast 4 oder 5 Wochen sogar in... Fünf Wochen waren es jetzt, genau. In Rom gedreht, für österreichisch-italienische Co-Produktion. Alle für Uma. Tutti per Uma. Tutti per Uma. Alle für Uma. Und ich durfte die Uma spielen, eine österreichische Prinzessin, die vom Hofe in Wien abhaut, weil sie sich nicht mit ihrem Prinzen vermählen will und denkt sich, ich hau jetzt mal ab und wohin? In Italien, warum nicht? Gibt es da Parallelen im realen Leben? Der Prinz fehlt eigentlich. Okay, aber das können wir ja auch da. Wir können ja vielleicht Aufruf zum nächsten Podcast. Das ist der offizielle Aufruf an alle. Also Bewerbungen bitte, E-Mail-Adresse wird eingeblendet. Ja, bis 9, Entschuldige. In der nächsten 1,5 Stunden werden die Bewerbungen angenommen. So ist es. Und die Prinzessin, jetzt kommt es nämlich, der Name, das war toll zum Lernen. Prinzessin Emilia Lucia Helene Ludovica Charlotte Gisela Albstein von Neroburg zu Sassenthal. Kannst du das wiederholen, bitte? Genau, ja. Ich bin selbst erstaunt, dass ich es mir noch gemerkt habe jetzt. Die Dame haut ab nach Italien, wie gesagt, und gibt sich als Au-pair-Mädchen aus in diesem wahnsinnig tollen quasi Villenhaushalt, die einer italienischen Familie, die Sekt produzieren, also eine... Das Ganze wurde außerhalb von Rom gedreht, also in Frascati. Und ich gebe mich dort da kommt als... Der Frigiante her, glaube ich. Ja, genau. Ich war, ich habe mir das Schild gesehen, Frascati, dachte ich mir, da kommt Heaven. Das her. Nein, auf jeden Fall, es ist ein Haushalt voller Jungs, sogar der Hund ist männlich. Es sind 2 kleine süße Kinder, deren Vater, deren Bruder und der Großvater. Und ich bin das erste Mädel, das in diesen Haushalt kommt, seit die Mutter leider gestorben ist. Und ich bringe praktisch wie ein bisschen ein Mutterersatz für die beiden Jungs. Und in diesem Haus spielt sich tatsächlich ein köstliches Chaos ab. Es ist eine Komödie, was mich extrem gefreut hat, weil das ist meine allererste Komödie. Endlich mal was wirklich Lustiges. Also keine gehirnessenden Zombies und Alien-Attacken. Ja, keine Action. So, danke, genau. Wirklich eine unglaublich warmherzige, lustige Komödie. Und ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen brauchen wir das alle, dass man wirklich eine gute Portion Humor abbekommt. Und es war der erste Tag, an dem ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich mir, mein Gott, das ist eigentlich die komplette Traumrolle, weil wir haben auch in wirklichen Vintage-Kleidern gedreht und ich bin allgemein eine alte Seele, was überhaupt Musik und Filme anbelangt und das war ein Dream come true, wie man so schön sagt. Und ich freue mich jetzt extrem, der Film kommt am 28. Mai, heuer, so schnell habe ich es noch nie erlebt, in die Kinos in Italien, wenn sie wieder aufsperren. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass das wieder alles sich eröffnet bis Mai. Das ist tatsächlich Rekord. Ich habe es ja letzte Woche oder Anfang letzter Woche. Letzte Woche war der letzte Drehtag. Ich habe auch die Produktion gefragt, normalerweise geht es ein Jahr, bis ein Film vollendet ist, aber nein,
Die Italiener sind sehr schnell, was ungewohnt, aber in dem Fall wirklich rasch. Und wir machen jetzt im März noch die deutsche Synchronisation, also ich synchronisiere mich auch auf Deutsch selber. Und dann ist es im Kasten, finito, wie man so schön sagt. Ja, du hast gerade gesagt, du synchronisierst dich selber, weil der Film wurde komplett in Italienisch gedreht. Genau, also es ist eigentlich zu 95% der italienische Produktion, es ist ein Kinofilm. Ist gerade lustig, wir reden jetzt im Hochdeutsch eigentlich. Ist das jetzt das Format, gell? Hochdeutsch? Nicht, ich wechsle immer jetzt zwischen Dialekt und Hochdeutsch. Irgendwie. Im Clubhouse ist, glaube ich, alles erlaubt. Genau. Ist alles erlaubt. Wir reden ein bisschen Bödele, weißt, habe ich gesagt. Bis genau, wieder der Schnabel gewachsen ist. Genau. So ist es. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Siehst, sobald Italiano, man, parla italiano, signora. Grazie mille. Ciao, bella. Ciao, come stai? Tutto bene. Tutto bene, das ist immer gut. Tutto bene ist immer gut. Urlaub noch übrig ist. Genau. Das ist mille. Das war echt der beste Crashkurs, weil ich war die einzige Österreicherin weit und breit am ganzen Set. Und das Lustige war, die meisten haben noch nicht wirklich Englisch können und von Deutsch natürlich gar nichts. Also du bist gezwungen, wirklich Italienisch zu sprechen. Hast du davor Italienisch können? Ja, ein bisschen. Verstehst du es eigentlich relativ gut, aber natürlich dann das Sprechen ist dann wieder was anderes. Mhm. Und vor allem das Drehbuch komplett auf Italienisch auswendig lernen innerhalb, weil es war eine sehr spontane Aktion. Eigentlich das Casting habe ich im Jänner gekriegt. Dann hat sich nach einer Woche herausgestellt, dass ich es gekriegt habe. Und dann hat sie gesagt, übrigens, kannst du eh Italienisch, das ist alles auf Italienisch. man sagt immer, bei einem Casting, wenn man dir was fragt, kannst du reiten oder so, fix, nie auf einem Pferd gesessen, sicher. Stunts, aber nicht schon alle selber? Bitte? Stunts, oh, also Stunts bis Dummes, jetzt, oder? Aber wirklich selber, na, das okay. Ist kein, ja, absolut. und dann habe ich das... Warum beim Skifahrer, Peter? Ja, das war jetzt eher nicht Absicht, aber das... Meine Mama ist immer noch böse auf mich, wenn sie das... Das ist aber eine andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann 3 Wochen Zeit gehabt, um das komplette Drehbuch wirklich Wort für Wort, weil es ist in einer anderen Sprache wirklich nicht einfach, Wort für Wort alles auswendig gelernt. Und das Witzige ist, manchmal haben sie am Set spontan noch Sätze geändert. Das ist natürlich Deutsch oder Englisch kein Problem, aber jetzt in einer Sprache, die du nicht wirklich beherrschst, ist das dann sehr amüsant, aber es ist zum Glück wirklich alles gut gegangen, wirklich. Also ich bin total happy und jetzt kann ich eindeutig viel, viel besser Italienisch als vorher. Also es hat, es hat nur Gutes. Ja, und jetzt ist es aber nicht nur eine Komödie, sondern ich habe jetzt gesagt, da wurde auch ordentlich gesungen und da sind wir dann schon bei deiner zweiten Leidenschaft. Das heißt, das ist ja das Multitalent. Multilingual, Singer, Schauspieler und jetzt auch noch eine andere Genre. Danke, danke. Deswegen war ich so im siebten Himmel, weil das ist wirklich... Meine Traumsituation schlechthin, ich liebe allgemein Musicals und das war auch sehr spontan. Diese Musical-Sequenz war nicht geplant, stand auch nicht im Drehbuch. Also wir waren noch so 3 Wochen in Italien, haben am Set ein bisschen Musik verloren, ich habe halt ein bisschen dazugesungen und dann hat jemand gesagt, hey, singst du eigentlich? Und ich gesagt, ja, sind neue Stimmen eher. Und dann sie gesagt, ja, das wäre doch eigentlich cool, wenn du in diesem Film eine Gesangsszene hättest. Und die so, ja, da habe ich gar nichts dagegen. Und dann haben die wirklich innerhalb von, glaube ich, 3 Tagen einen komplett originalen Song geschrieben. Mit Lyrics, alles kommt, das komplette Paket. Und ich habe dann, glaube ich, einen Arbeitszeit gehabt, den Song zum Lernen. Ist eh kurz, also es geht nur eine Minute. Dann haben wir den im Studio noch in Rom aufgenommen. Und sind dann nach Wien geflogen und haben im Palais Schönburg war das, haben wir gedreht, unglaublich sehr, sehr schönes Palais. Ich verstehe die Prinzessin nicht ganz, warum sie abgehaut ist, aber. Und dann haben wir dort, das war ja der letzte Drehtag, dann noch diese Musical-Sequenz aufgenommen, wo ich praktisch als rebellische Prinzessin, die jetzt aus Italien wieder zurückgezwungen wurde praktisch, von ihrem Vater, dem König, der den Rainer Wöss spielt, das ist eine Szene, es war unfassbar, das war eine Riesentafel, geschmückt mit echten Krapfen und Bunschkrapferl, als alles, was man sich so vorstellen kann, was mit Süßem zu tun hat. Und das waren halt nur Ausstattung natürlich, also man darf nichts angreifen, es darf sich nichts verändern. Und der arme Herr Wöss hat, glaube ich, in der Szene innerhalb von 4 Stunden, ich glaube wirklich nicht übertrieben, 25 Krapfen. Wirklich essen müssen. Essen müssen. Es ist nichts übrig geblieben.
Ja, eh noch, das habe ich dann mit heimgenommen. Weil ich habe nichts erst dafür, ich bin nur zuschauen dürfen. Aber ich darf dafür auf dem Tisch dann tanzen zwischen den Krapfen. Praktisch ein sehr rebellischer Song, wo ich sage, ich will jetzt, was ich will und ich lasse mir nichts mehr sagen, weil meine Rolle allgemein ist eher sehr Mary Poppins-artig. Also ich habe immer gesagt, ich erkläre Mary Poppins auf Italienisch, weil was extrem. Aber du bist nicht so eine Prinzessin, wo seht, wenn das Volk kein Brot hat, sollte er Trappen fressen. Nein, 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 nein. Okay, Marie Antoinette bin ich. Köpftin. Genau. Nein, aber es war wirklich eine unglaublich tolle Erfahrung, wie du gesehen hast. Gerade in diesen turbulenten Zeiten ist es ein großes Privileg, dass wir überhaupt was machen darf. Weil, ich bin seit 16. März 2020, das Datum war es jetzt, glaube ich, wirklich. Jeder, wo er an dem Tag war, wo kompletter Shutdown angefangen hat, von New York noch wirklich der allerletzte Flug zurück nach Zürich und dann gerade noch über die Grenze und an dem Abend war dann zu. Und die Filmindustrie steht wirklich fast seit einem Jahr komplett still, was ein Wahnsinn ist. Und die Kinos sind zu seit einem Jahr in Amerika wie da. Deswegen war das eine. Ein Durchatmen, ein sehr positives, weil es ist eine sehr schwere Zeit gerade für Künstler, weil es ist nicht lustig. Gibt es da Perspektive für dir, Rückkehr nach Los Angeles? Oder also ich glaube, der Papa ist auch nicht happy, oder? Nein. Wo wir uns da getroffen haben und direkt gesagt, dass er heilfroh ist, dass du da bist? Ja, absolut. Das war, weil ich war gerade in New York, war im März das Epizentrum schlechthin und ich war genau dort. Und das ist natürlich für, ich glaube, jeden Eltern... Für jeden Elternteil ist das nicht lustig, wenn das Kind so weit weg ist, erstens. Und gerade im Beginn einer Global Pandemic, was Neuland ist, glaube ich, für uns alle. Zumal damals ein Herr war, der das ja negiert hat, also an der amerikanischen Führung. Über den wir zum Glück hoffentlich nie wieder irgendwas sagen. Das war ein Lichtpunkt damals, jetzt im November bei der Wahl. Das war der erste positive Yes. Ich habe den Sturm auf Kapitol schon cool gefunden. Ja, das war so kurz nach praktisch alle sagen, yes, jetzt ist endlich 2021, als ob alles sich ändert am 1. Jänner. Natürlich. Natürlich. Und dann gleich der Sturm aufs Kapitol, dass einem denkt, 2020 ist verlängert worden. Ja. Es geht weiter mit der Shitshow. Das darf nicht wahr sein. Nein, aber ich glaube, vor Sommer geht da noch nichts. Also wenn als gut geht, die Premiere ist dann sowieso in Rom. Mhm. Hoffentlich, wie gesagt, wenn die Kinos aufmachen, am 28. Mai. Das kann als Geschäftsreisende gehen, oder? Das ist ja super. Absolut, ja. Das war jetzt wirklich ein großer Vorteil. Und da waren mir viele neidig, gerade in Rom, weil es ist eine Traumstadt. Und es war alles offen. Die Restaurants, die Hotels, es war halbe Normalität eigentlich. Mhm. Und also wenn du so zwei Clubhouse-Members vielleicht ein Ticket organisieren könntest, wir würden schon mitgehen. Also. Absolut. Also Clubhouse-Members, VIP, bevor ich mich schlagen lasse. Erste Klasse, alles. Sind wir natürlich auch gerne dabei. Ach so. Als Hausband. Alle da im Raum, absolut alle. Tutti quanti. Wie war es denn am Set? Also wie gesagt, du hast gesagt, unten ist fast alles offen. Aber wir wissen es ja hier im Clubhaus und eben auch, was wir ab und zu auch mal was arbeiten müssen und nicht bloß da so in irgendwelchen Sofas sitzen. Die ganze Testerei, das Regelmäßige, die Vorsichtsmaßnahmen und so weiter, ich nehme an, das war am Set wahrscheinlich noch mal einen Zacken schärfer, oder? Ja, absolut. Gerade in Italien, weil die haben ja so ein furchtbare Zeit gehabt letztes Jahr im April, gerade Bergamo. Das war für ganz Italien, glaube ich, ein unglaublicher Schock. Und die sind wirklich sehr konsequent, die sehr strenge Maßnahmen. Wir sind jeden zweiten Tag am Set getestet worden. Das komplette Team, was für jede Produktion nicht sehr billig ist, unter anderem auch natürlich. Und es ist immer ein reiner Nervenkitzel. Du weißt nie, wenn jetzt jemand positiv ist, steht die komplette Produktion für mindestens 2 Wochen. Und knock on wood. Ich kann krank geworden und alle sind gesund geblieben. Und weil das ist in Zeiten wie diesen keine Selbstverständlichkeit mehr, was ein Wahnsinn ist. Aber man gewöhnt sich, also die Testerei ist jetzt, das spüre ich jetzt langsam schon gar nicht mehr. Also am Anfang war es sehr unangenehm. Man gewöhnt sich wirklich dran, absolut. Vor allem beide, ja, wurscht. Ich sage jetzt nicht, was ich mir gerade denke. Nein, ich auch nicht. Ja, toll. Wie schaut es bei euch mit Tests aus? Was?
Alles negativ. Gut, alles gut. Alle gesund, das ist das Wichtigste. Aber auch schon gestapelt, oder? Wie es jeder hat jetzt im Vorarlberg. Das ist echt nichts mehr neu. Ein Sammelalbum. Best of PCR. Genau, zum Einkleben, inzwischen ins Poesiealbum früher, oder? Ein Wahnsinn. Ja, der Jogi hat es ja schon gesagt, den Dad und natürlich vor allem, glaube ich, auch die Mom, die ist ja sehr happy, dass das Töchterle zu Hause ist. Auch wenn es jetzt schon ein Jahr ist, oder sagen sie jetzt so schon ab und zu so, du, ist schon okay, dass du da bist, aber wenn das kann ich wieder gehen. So, oder googeln sie schon so mal, wenn die ersten Flüge wieder gehen in die USA oder hochgeimpft oder lassen es die oder ist es so, dass sie sagen, du, gib mal den Pass her, weil Nein, komplettes Gegenteil. Wir haben es extrem lustig, aber immer schon gehabt. Wir sind eine sehr harmonische Familie, zum Glück. Und wir haben es eigentlich wirklich jeder Tag nur fein miteinander eigentlich. Ich bin Einzelkind, ich habe nur Miss Hündle. Die Dame, die 18 wird heuer im August, das ist ein Wahnsinn. Und ich bin eigentlich so froh, dass ich BRer bin, weil man weiß auch nie, was mit so einem alten Hund, oder es ist im Jänner ist er ganz schlecht gegangen und jetzt geht es ihr zum Glück wieder besser. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, dass ich momentan da bin. Wir haben es trotz allem sehr gut da im Ländle, gerade in Österreich. Wenn man so in die Welt rausschaut, geht es uns da sehr, sehr gut. Und das schätze ich sehr. Das schätzt man eigentlich erst mehr, wenn man viel im Ausland ist, wie gut es mir da eigentlich hat. Und es ist ein großes Privileg. Ich bin wirklich happy, dass ich da bin momentan. Mir geht nicht viel ab. Natürlich geht es mir extrem ab. In Amerika zum Sie und zum Drehen, also zum Schaffen allgemein und wo meine Freunde und alles, aber es sind sowieso alle daheim, wir sind alle im selben Boot, man kann jetzt momentan man kann nichts machen. Wir müssen einfach alle konsequent sein und einander respektieren und gemeinsam hoffentlich schaffen wir das, sind wir irgendwie im Sommer zu einer Normalität. Apropos Drehen in Amerika, Drehen in Italien, was waren so die größten Unterschiede? Was in Italien gibt es jeden Mittag Pasta, also vom Essen, vom Catering. Vom Catering stelle ich mir jetzt mal vor, dass es in Italien sicher nicht schlecht ist. Oder ist das besser wie in Amerika? Ist das ist anders? Was ist das für eine Frage? Das beste Catering ever. Das einzige Schade war nur, dass wir es nicht gemeinsam essen und genießen können. Jeder kriegt nur diese Lunchbox und isst den allein im Trailer. Aber es war zu gut. Ich weiß nicht, wie viel Pizza und Spaghetti Carbonara ich gegessen habe in den letzten 5 Wochen. Zum Glück habe ich meistens so eher lockere Sachen auch im Film. Ich bin gerade froh, dass nichts Enges dabei ist, weil es war echt wild. Man muss dann immer so dreimal schauen, okay, schon wieder Pasta, Pizza, immer das Gleiche. Ne? Aber saugut, wie man das kann. Wenn ich mir den Yogi so anschaue, glaube ich, der hat die letzten 2 Monate auch in Italien gedreht. Ich habe mir gedacht, die haben ihn irgendwo mal gesehen, von hinten, so kurz vorbeigehen. Ach schau, hast du mir gesagt? Ja? Das habe ich gehört. Bei uns komischerweise war das immer in Italien genau umgekehrt. Hallo, das ist. Wir waren schon mehrmals in Italien auf Tour und bei uns war das immer komplett. Wir haben immer gewartet, wann gibt es Pasta, wann gibt es endlich mal eine geile Pizza, immer irgendwie Fleisch und so. Und dann irgendwie so, das gibt es ja nicht. Fleisch und Polenta. Also Norditalien. Fleisch und Polenta. Wo waren die in Italien? Norditalien. Oder? Ah, Norditalien. Das ist, ja, nicht nur, Turin waren wir, Florenz und so. Das zarte, so, das ganz, aber das Catering ganz war immer. Das zarte Rind war in Venedig. Zarte Rind. Das zarte Rind. Ich habe immer gewartet, heute gibt es Pasta, war geil, oder geile Pizza, endlich original. Und nichts, oder wie? Schuhsohle. Immer komplett Gegenteil. Oh, Schuhsohle. Ja echt? Das tut mir jetzt leid. Nicht mit so optischen Reizen auf Geigen. Ja, das ist mehr. Natürlich. Also heute hätte auch nichts anderes gehen. Ja, das war echt eine gefährliche Angelegenheit, aber eine sehr, sehr gute. Ja, vielleicht noch, ja. Weil, was ich auch mitgekriegt habe, du warst ja, ich glaube, beim Lidl auch zu Gast. Das wollte ich auch noch fragen. Das wäre genau noch was gewesen, weil ich mir das habe ich natürlich auch begutachtet, weil ich mir, du hast doch auch, ich glaube, verstärkt deine musikalische Karriere ein bisschen vorangetrieben und das war ja echt ein tolles Konzert. Danke vielmals. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Now he's gone. I don't know why.
till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. No, he didn't take the time to lie. Ja, eigentlich durch Corona habe ich mich da jeder Klezik daheim. Und wie gesagt, jetzt seit einem Jahr. Das ist ein Wahnsinn. Irgendwie fliegt es denn doch. Es ist jetzt März 21. Es ist irgendwie alles durcheinander. Habe ich mir gedacht, ich habe immer schon gern gesungen, aber ich mir gedacht, so, jetzt habe ich eigentlich Zeit, um das ein bisschen intensivieren. Und ich liebe vor allem Jazz. Wie gesagt, ich bin da eine alte Seele, was das anbelangt. Und habe durch eigentlich einen sehr, sehr schönen Zufall, ein ganz guter Freund von mir, der Armin Weber, Schauspielkollege, der unter anderem das Theatermobil führt, hat im April letztem Jahr eine ganz, ganz tolle Sache ins Leben gerufen, nämlich Kunst hilft Kunst. Und dort hat er, ich glaube, fast über 40 Künstler eingeladen zum Livestreams machen, musikalisch unter anderem. Und dort, ich habe halt auf Instagram manchmal ein kleines Gesangsvideos rein, aber alles wirklich vor der Horn oder sehr nicht, also nicht professionell. Und TikTok? TikTok ein bisschen. Ich schaue es mir manchmal an, aber ich bin nicht sehr aktiv. Aber naja, das war eine kurze Sucht letztes Jahr im März, ich glaube, für uns allen. Da ist diese App. Die Lockdown. Boah, jeder arme Savage. Ein Schritt, dann habe ich gelernt. Das war es dann auch wieder. Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Das ist dieses. Das Clubhaus fürs. Hat ganz einen eigenen Groove. Hat ganz einen eigenen Groove. Man vergisst, was man sagen will. Nämlich. Man vergisst Traum und Zeit. Theatermobil. Danke, Theatermobil. Genau, und dort hat er mich auch gefragt. Streber. Hat der Arme mich auch gefragt, ob ich den auch kaufen will. Und dann habe ich es mir noch lange überlegt. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, traue ich mir das. Ich habe noch nie live gesungen. Und ich habe mir gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich... Ich kann natürlich nicht a cappella da reingehen, haben wir nach einem Pianisten gesucht. Und das hat sich sehr, sehr schön ergeben mit dem Christoph Weibel. Mhm. Genau. Und wir haben miteinander probt, haben uns sofort bestens verstanden. Und ich habe mir eine Songliste hier mit, ich glaube, 7 Songs, hauptsächlich aus dem American Songbook, also sehr jazzlastig und eher klassisch. Und wir haben das probt und dann haben wir den Auftritt gehabt und es hat so Spaß gemacht, ich wollte gar nicht mehr aufhören. Und haben wir gedacht, oh, das ist, ich habe absolut Blut geleckt. Und haben wir gedacht, das ist jetzt eine, und gerade das Format, was der Armin gemacht hat, war wirklich sehr, sehr toll, was bis jetzt gegangen ist. Also er hat das wirklich sehr konsequent durchgezogen und hat auch viel Geld investiert. Mhm. Und das Ganze, die ganzen Einnahmen sind dann an Künstler, die ohne Arbeit sind, gespendet worden. Und also wirklich eine tolle Initiative. Und das war dann eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo man denkt dann, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich voll auf das, weil letztes Jahr ist mit Film nicht viel gewesen, also wirklich fast gar nichts. Und habe mit Christoph schon ein paar Auftritte gehabt bei Good Morgen Österreich, das war ein Fernsehauftritt. Und dann bei der Remise im Bludenz, das war dann wirklich der allererste Auftritt vor Menschen. Was, wann war das? Im August? Das war eigentlich das erste und das letzte Konzert wieder mal. wo Menschen anwesend waren und das ist natürlich dann wieder ein komplett nochmal ein besserer Kick, wenn wirklich live vor so einer Masse stehst. Das ist wirklich ein unglaublich tolles Gefühl. Ich verstand mit Papa jetzt sehr, sehr gut, weil das ist, kannst du mit Filmen nicht vergleichen, da bist du am Set, das ist sehr intim eigentlich, wie da, also man kann es oft wiederholen, wenn was nicht geht und du stehst auf der Bühne und das muss. Es muss stimmen, du kannst ja nochmal, können wir das jetzt nochmal machen? Ich meine, du kannst schon, aber dann wird es eine kleine lange Arbeit. Aber auf jeden Fall ist Gesang jetzt eindeutig, also Schauspiel und Gesang, meine zwei großen Lieben und ich bin sehr dankbar, dass ich das beides machen darf und kann. Also gibt es in beiden Kategorien, in beiden Sparten jetzt auch künftig was von dir zu sehen? Das hoffe ich, ja, sehr. Ich habe meinen ersten Song geschrieben vor ein paar Monaten. Schau. Der Christoph hat die Musik dazu komponiert und er ist auch schon fertig. Wir müssen nur noch fertig mischen. Eigentlich ist es fast fertig und haben es eigentlich vor im Mai zum Releasen, weil der Song heißt A Rainy Day in May. Also wäre Mai sehr passend. Schauen wir mal. Ja, das also live im Clubhaus. Ich wollte gerade sagen, das bietet sich an.
Also ist, absolut, sehr, aber ernsthaft. Gibt es einen besseren Platz für eine Premiere? Ernsthaft. Volle Kanne. Also Christoph, hast du es gehört? So, ist fix. Ja, wir müssen leider schon zum Ende kommen, aber in unserem Clubhaus gibt es natürlich nicht nur den Talk. Unsere Gäste dürfen natürlich auch ein bisschen Engagement, Ehrgeiz und Leistung zeigen. Und wir haben uns überlegt, was bietet sich besser an als eine Runde Mario Kart. Ja, ich weiß, ist halt so. Ja, ist, warum auch immer. Welche Idee war das eigentlich? Tja, das schaut. Ja. Woher auch sonst? Woher auch sonst? Der Creative Mind. Der Master of Clubhouse Disaster. Art Director himself. Das ist ein super neuer Titel. Dementsprechend würden wir dich jetzt rüber zu unserem interaktiven High-Tech. Ja, auf die virtuelle Rennstrecke. So schaut's aus. Und dann schauen wir virtuelle Rennstrecke. Natürlich. Boah, das habe ich jetzt falsch verstanden. Ich habe gedacht, ich muss mich wirklich wohin hocken. Schade. Ach so. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Virtuell. Ja, das Problem ist, das ganze Budget ist für den Kronleuchter hochgegangen. Da ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich komme mir wirklich vor wie Late Night mit Jimmy Fallon und James Corden. Ja, die kommen ab und zu bei uns vorbei und suchen. Das habe ich mir eh gedacht. Ja, Laura, vielen Dank für Danke den Besuch im Studio. Danke euch für die tolle Einladung, hat mich sehr gefreut. Und wir sind natürlich gespannt und wie gesagt, spätestens im Mai in dem Fall bei der Premiere. Aber jetzt wie Deal. 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 Ich freue mich, danke. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Gut. Jungs. Ja, wir begrüßen heute auch zur Premiere unserer virtuellen Mario Kart Challenge. Das heißt, The Grid Girl seit Katy Price. Entschuldigung. Natürlich konzentrieren wir uns nur rein auf das sportliche, fahrerische Können. Nein. Könntest du bitte ein bisschen mehr auf Brüller machen? Ja, schwierig. Bitte, Bowser Castle 1. Natürlich als Fahrerin haben wir ganz standesgemäß die Prinzessin ausgewählt. Viel Spaß. Schauen wir mal, wie die Rundenzeit aussieht. Fünf Versuche, beste Runde zählt und ja. Fünf Versuche, okay, jetzt schauen wir mal. Los geht's. So, jetzt müssen wir schauen, wo das Gas ist. Gas ist gelb. Grün. Los geht's. Und so, meine Damen und Herren, mit einem unglaublichen Start. Da ist schon zu, das fängt schon mal gut an. Wie fahren wir rückwärts? Mit dem roten verschlüsselt. Mit dem roten fahren wir rückwärts. Die Aufwärmrunde noch leichter. Ah, das ist eh nur Aufwärmrunde. Okay. Jetzt immer gerade gut. Wo fährt denn der durch? Durch Lava? Das ist ja sie. Oder sie, Entschuldigung. Ja. Achtung, da ist ein Pfeil. Da ist ein Pfeil, danke. Und jetzt Deutsch. Ah, da bumm. Hui! Oh, voll weh. Okay, ja. Was ist denn das? I-Lenker. Bumm. Und wieder denk, wow, das war der Knaller. Und die erste Runde ist vorbei. So, jetzt zählt. Lap 2. Hab einen Richtwert. Ja, genau. Die Fäkalausdrücke da. Das ist schon. Na gut, ich habe gesehen, man darf. Das ist schon. Natürlich. Leben am Limit, voll Gas. Leben, living on the edge. Übung macht das. Was machen die? Kurz ausgebremst, die waren gemein, die bösen Geister. Die böse Geschichte da, das ist eine Frechheit. Ja, hast du da jemanden mit reingeschaut? Irgendwie. Natürlich. Der Gesichtsausdruck ist so gewaltig. Die Gesicht ist da Modell gestanden. Gibt ja gleich mein Gesicht. Nur du Gesicht, Alter. Das ist anscheinend so ein Wiener Ausdruck, der ganz schlimm ist. Deine Augen. Ja. Hey, Brudi. Alter, du legst mich ab. Jetzt fällt da eine in die Mauer. Das geht ja gar nicht. Jetzt die Babs da drin. Das ist okay, ja, wir dürfen es nicht ablecken. Ja, jetzt bist du eh schon gleich durch. Das war schon fast die zweite Runde. Oh, da kommt doch wieder das Basket. Eine in das Gesicht, sind reingefahren. Na boom. Ja, passt jetzt. Lap 4. Jetzt aber. Und Achtung. Da kommt es wieder. Jawohl, und elegant mitten durch. Schön Gesicht vorbeigelegt. So, jetzt links und die Geschwindigkeit mit. Oh, super. Kurve geschnitten. Jawohl, jetzt wird die schnellste Runde. Nein. Komm mal vor, wieder Adi wieder. Falsch. Dick politisch. Und jetzt. Die harte Strache Gedächtniskurve. Jawohl.
Final Lap. Jetzt zählt. Jetzt zählt. Und jetzt die Geschwindigkeit mitnehmen ins Floche. 1,33, 34. Jetzt bin ich geschafft. Adi Niederkorn berichtet hier live. Und durch das Kernnetz. Sadler. Das ist jetzt aber auch noch nicht passiert. Und los, weiter. Ach so, der stirbt kurz und dann geht es schon wieder weiter. Ah, da stirbt niemand. Im Clubhaus stirbt niemand. Das ist im Clubhaus stirbt der Gott ab. Das war nur ein kurzer Sonderbesuch. Und jetzt passt und zack. Das war jetzt aber die Final Lap. Gratuliere. So, schauen wir, was die beste... 27,35 haben wir. Notier mir für die Geschichtsbücher die erste Clubhouse-virtuelle Mario Kart-Runde wird niedergeschrieben mit 25. Bravo! Fetter Applaus! Yeah! Grazie! Grazie mille! So! Fünf Runden geschafft! Da stehen wir nun, ne? Und alles noch dran! Alles noch dran! Ich habe ja vorher gemeint, wir machen es live in so einem wirklichen Gerät. Also, du musst wirklich fahren. Vorher habe ich gemeint, man muss am Parkplatz durch. Ja, das kommt dann in der zweiten Staffel. In der ersten Staffel war es nicht. Ja, 27,35. Die zweite Runde war tatsächlich die schnellste und wir haben jetzt schon die erste Tafel auf der noch jungfräulichen Tafel. Und da werden wir es gleich eintragen, diese. Das wäre 27,35. Und damit bist du momentan natürlich Führende. Führend. Und jetzt werden wir dann sehen, wie die nächsten Gäste sich da schlagen bei dieser Challenge. Das wird lustig. Ob sie besser oder schlechter sind. Aber ich glaube, du hast schon mal was vorgelegt. Naja. Ich bin überhaupt kein Spieler, aber das war jetzt eine Herausforderung. Also sonst auch nicht daddeln? Nein. Was? Zocken? Spielen? Nein. Daddeln? Okay, nein. In dem Fall nein. Nein. Nein, wirklich nicht. Das letzte Mal vielleicht vor 15 Jahren mit so einem Gameboy von einem Cousin. Okay. Und das habe ich ins Lava gefahren, also von dem. Oh, nicht wirklich. Das voller Profi, okay. Vollprofi. Ja. Naja, Laura, anyhow, vielen Dank, dass du es mitgemacht hast, dass du den Spaß auch mitgemacht hast mit diesem Mario Kart jetzt noch, dass du heute bei uns bei der ersten Ausgabe von Clubhouse dabei warst. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, absolut. Alles Gute weiterhin, vielen Dank. Und vielen wir bleiben Dank. Natürlich in Kontakt, weil wir haben ja Shows gemacht. Mai. Richtig. Konzert. Zurück es steht zu die. Zurück zu Luc. She ain't got a cookie, but I ain't got a look in her gun. She ain't got a look, but I ain't got a cookie in her gun. Gee, you know I love you, but I don't know just why. Cause the homework of you, but today I said bye-bye, bye-bye. Again! Sehr fein, sehr fein. Wie immer, ein herzliches Dankeschön again, The Dead Beats. Ja, natürlich haben wir uns für unsere Clubhouse-Sendungen viele weitere spannende Inhalte überlegt. Und nach dem fulminanten Kart-Duell, das jetzt da die Laura eröffnet hat, haben wir uns auch, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, haben uns in den Tiefen des literarischen Feldes umgeschaut und haben den Johannes von und zu Gutenberg entdeckt. Und der wird jetzt direkt aus unserem literarischen Zimmer des Clubhauses Stilblüten aus dem Voll.at-Forum in literarischer Form hochwertig verpackt vorlesen. Viel Vergnügen. Guten Abend ins Clubhaus. Mein Name ist Johannes von und zu Gutenberg und ich darf Ihnen einige Kostproben aus dem Voll.at-Forum servieren. Quasi eine Lesung aus dem Buch der Gelöschten, wenn Sie so wollen. Vers 1. Ein bisschen Gewalt muss sein, ein bisschen Prostitution muss sein. Dann fühlt sich der Marketing-Experte wohl. Im Nebel, da ist es schön, denn niemand weiß, für wen ich arbeite. Vers 2. WHO erwartet kein Ende der Pandemie vor 2022. Wem gehört die WHO? Bill and China, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen. Damit ist alles gesagt, oder? Vers 3. Interessant zu sehen, wie das Medienhaus gleich sämtliche Profilleichen wiedererweckt
um eine bestimmte Meinung als die vorherrschende glaubhaft zu machen. Das ist so erbärmlich, ihr seid die wahren Neonazis und merkt es nicht einmal. Vers 4. Wenn jemand stirbt, dann nicht am Virus, sondern an alles anderem, vor allem an der Medizin. Impfung ist Mord. Die Zahlen sind alle gefälscht, ich habe alles überprüft. Es geht nur mit frische Luft, Sauna, Wodka, Gemüse und Sonne. Damit wird man 81,9. Und ich glaube, das ist genug für heute und gebe gerne zurück ins Studio. Ja, lieber Pascal, wie hat dir jetzt diese erste Lesung gefallen? Also man kennt das volle T-Forum, wir sowieso. Ja, täglich. Täglich. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob Limonade noch das richtige Getränk ist nach diesem Einblick. Eigentlich wäre jetzt da ein Whisky oder irgendwas Schärferes wäre jetzt da angebracht. Jungs, wie sehr ihr das? Also ich glaube, das wird jetzt noch fällig wäre. Absolut, absolut. Bevor wir aber dazu kommen zum... gemütlich sind wir eigentlich die ganze Zeit schon unterwegs, aber damit man vor dem After-Party sozusagen, gibt es da zwei kleine Dinge, die wir loswerden wollen, natürlich für auch für die kommenden Aussagen. Zum einen, Jogi, haben wir einen Aufruf. Genau, und zwar, wir möchten das Clubhouse so als Plattform nutzen und wir sind auf der Suche nach jungen TikToker oder TikTokerinnen, die da die Möglichkeit nutzen wollen, sich einerseits zu präsentieren, auch aktiv an der Sendung mitzuarbeiten, das Ganze auch als Chance zu sehen, sich selber ins Rappenlicht zu stellen und vielleicht uns zwei alten Deppen endlich mal zu erklären, wie das was zur Hölle TikTok funktioniert, ist. Weil das, ja, ich blick nicht durch, aber das, wie gesagt, das wäre fein, wenn ihr uns denn an diese E-Mail-Adresse, die jetzt da gleich eingeblendet wird, da könnt ihr euch melden und wir freuen uns schon. Und ja, Pascal, wie hat denn dir so jetzt diese erste Ausgabe im Großen und Ganzen gefallen? Also mir gefällt das Clubhaus, ist es gut? Also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Hast du ganz fein gemacht, da fühlt man sich wohl. So lässt sich's ausheben, Mucke passt. Jungs, was sagen absolut, wir? Absolut genial. Wie im Wohnzimmer. Wir haben Spaß. Allerdings sitze ich nicht so bequem wie ihr. Ja, das hast du nicht selber ausgesagt, wenn du hinter einer Taktik liegt. Ja, aber ja. Ich spiele den Ball gern zurück. Ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, liebes Publikum. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Wir geben unser Bestes. Verzeiht etwaige Fehler oder so. Also es ist jetzt so neu für uns. Aber ja, im Clubhaus, was im Clubhaus passiert, bleibt im Normalfall im Clubhaus. Sei verziehen. Und ich glaube, ich möchte den Ball noch einmal zurückspielen in die Deadbeats, weil letztlich für das sind wir eigentlich oder also viel mehr als wir für uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Well, I had to cook for old dinner and I washed my clothes. I gave my baby on my mind.